Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 und wir schauen uns heute direkt mal an, was sich hier auf der einsamen Insel, also naja, auf dem Teil hier, auf dem Brocken befindet. Ich sehe schon, genau, der alte Wichser. Ist ein Pirat. Also ein Pirat. So. Abspeichern, das ist ganz wichtig, haben wir in den letzten Folgen wieder gemerkt. Ja, so, dann gehen wir mal hier rüber. Natürlich, da hat direkt wieder einer, da hat einer zum Meckern. Oh, wir sind stärker geworden. 69, okay. Ich mir überlegen, wir brauchen ja immer noch eine Axt, ne? Ich hoffe, dass wir hier eine finden. Auch wenn ich das so nicht wirklich glaub, aber. Oh, falsche Taste. Ich wollte eigentlich die Waffe ziehen. Lass den da ruhig kommen. Ah, ich habe ihn getötet, da habe ich immer noch einen gehört. Ernsthaft. Ich frage mich, wer die Jungs sind. Ob das die Gestorbenen oder die Verstorbenen sind aus der Piratencrew, die wir ja kennen. Wer weiß. Waren auf jeden Fall hier Skelette. Ich hämmer mir erstmal was rein. Muss ein Fleisch heute essen. Ich schätze mal so 8 Kilo sollten reichen. Hat heute aber richtig Appetit hier. 10 Fische gehen auch noch rein. Die bringen mir zu wenig. Komm, wo ist denn jetzt hier ein bisschen was? Ja, komm. Und eh ein bisschen Mana. Können wir auch Kokosnuss Dreck fressen. So. Speichern ab. Im Hintergrund, die Geräusche, die sind ein bisschen nervtötend, aber nicht so schlimm. Okay, hier geht's runter. Merken. Und ein Rumpfass. Ey, kann ich das nicht aufnehmen? Ne, kann ich irgendwie nicht. Schade. Irgendwie. Manchmal kann ich Sachen unter Wasser aufsammeln, manchmal nicht. Die Rumfässer kann ich gerade nicht machen. Vielleicht müssen wir noch irgendwie für eine Quest machen. Frage ist nur für welche. Nein, du sollst, Idiot! Ich. Nein! Gehorche meinen Befehlen, Marionette. Gehen wir mal hier rein. Oho! Es war so klar! Es war doch so klar! Natürlich ist eine Holzfäller-Axt auf dem Piratenschiff. Ne, man muss einen Piraten mal nicht Holz fällen. Mitten auf hoher See. Falls mal ein Baum im Weg ist, richtig. Da kann man den nämlich wegholzen. Ist hier sonst noch was? Wieso war mir das so. Hey, komm, geh da raus. Es war so klar. Ne? Ich war schon wirklich am Verzweifeln und. Ja. Da war wieder ein behinderter Sprung. So ist er hoch, Kollege. Und hier haben wir noch ein paar Fässer. Da muss noch irgendwas sein. Ach, hier ist nichts. So, also, würde ich sagen, wäre das geklärt. War irgendwie ein Stück zu offensichtlich. Die einzige Gegend, die wir noch nicht abgesucht hatten, natürlich mit dem Piratenschiff, eine Holzfäller-Axt. Gib ich erstmal Vollgas. Da ist ein Fliegenpilz. Können wir den essen? Wir haben doch schon ein paar, oder? Achtung, giftig. Ja, die sollten wir eher für die Giftherstellung benutzen. Ich muss mal gucken, dass ich das auch noch irgendwann mache mit der Giftherstellung, weil irgendwie muss ich auch alles zeigen, ne? Okay, wir haben eine Holzfällachse, was haben wir da zu tun? Schon wieder eine Flucht, ich habe eine Axt, sie könnte hilfreich sein. Damit kann ich jetzt Bäume fällen. Gut. Das müssen wir dann, hier die Nachricht müssen wir dann Jakob abgeben. Und der Pakt. Genau, die Eisenbrocken haben wir genug für Jakob. Und das ist alles noch neu. So, Zeug halt, ne? So, dann suchen wir jetzt mal Bäume, die wir fällen können. Nein, dafür brauche ich keinen Piratensäbel. Wartet, wartet! Ist es das, was ich denke? Kokosnüsse! Entschuldigung. War ein inneres Verlangen. So. Seht ihr, wir haben ja noch nicht alles aufgesammelt. Frechheit. Also, von mir. Da ist wieder der blöde Sack im Hintergrund, dieser blöde Vogel. Ja, sogar noch mehr Zeug. Guck mal an, was ich alles übersehen habe. Schande über mein Haupt. Und Asche auch.
Da ist auch ein fällbarer Baum. Die anderen kann man nicht fällen. Aber das ist ein fällbarer. Ja. Das ging schnell. Was mache ich so den blöden Baumstamm? Beziehungsweise habe ich den jetzt im Inventar oder was? Ey, jetzt mal im Ernst. Ich habe einen Baumstamm im Gepäck. Geil, so. Welchen Baum können wir denn noch fällen? Der ist zu dick, ja. Hätte ich mir beinahe gedacht. Der ist wahrscheinlich zu klein hier, oder? Ja, da kann man sogar durchlaufen. Da ist ein fällbarer. Die erkennt man, die sind so Textur ein bisschen anders. Und vor allem haben die alle die gleiche Form. Sie sind nämlich alle dreieckig. Irgendwie. Hallo, warum kann ich den nicht fällen? Ah, geht doch. Seht ihr? Dreieckige Bäume sind immer fällbar. Für alle, die irgendwann mal Holz fällen müssen. Warum auch immer. Wir zerlegen hier erstmal den Wald. Ist doch auch was Schönes. Ach, habe ich genug? Oder was? Hä? Schon wieder genug? Nee, schon wieder Flucht. Hab jetzt genug Holz. Nee, das denkst du, ich hole mir noch mehr. Die kann man verkaufen, die Baumstämme. Wir haben auch alles mit. Oder kann man die jetzt nicht mehr fällen? Das kann natürlich auch sein. Na, Quatsch! Wir nehmen alles mit. Haben wir jetzt genau. Da ist noch einer, da ist noch einer, den können wir fällen. Und da ist dann auch wieder das Piratenlager. Haben wir noch einen? Ich möchte gerade mal die Animation sehen. Ich habe gerade den Verdacht gehabt, der hält die Axt falsch rum. Ah, ist egal, jetzt komm. Lag da noch was? Aha, ein Ast. Gut, dann hätten wir genug aufgesammelt. Und machen uns dann mal auf den Weg zu den Piraten, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Floß bauen sollte, so aus dem Stegreif. Einfach so. Nehmen wir noch ein bisschen Zeug mit. Hier liegt nämlich noch ein Ast. Speichern mal kurz ab. Ja, wir haben jetzt. Steht irgendwas hier? Ich hab jetzt genug Holz. Ja. Sonst noch was? Nein, der Park, bla bla bla. Okay, ich will mich gerade vergewissern, dass sonst nichts zu tun ist. Es ruckelt kurz. Okay. Komisch. Na egal. Hey. Quatsch mich nicht voll. Ja, danke, sehr freundlich. Wie immer. Nee, der hat nichts zu sagen. Gut, dann gehen wir die einfach mal durch. Ah, vielleicht können wir hier ein Floß bauen. Warum? Warum? Okay. Ich brauche mehr Teile. Benötige Seil und Segel. Wo kriege ich jetzt... Was? Steht das hier? Nein, da nicht. Seil und Segel. Jungs, kann ich euch was mopsen? Irgendwo? Hey, Nein? du. Irgendwas Neues? Nein, schade. Zeig mir deine. Ob der wohl? Nein, der hat leider kein Segel dabei. Wir brauchen noch ein Segel und ein Seil. Ob die hier irgendwas haben? Ist der Ball da immer noch stumm? Naja, ist er. Na dann. Ob der was für uns hat? Ne, schade. Seil und Seil. Geht auch Dreck? Miefender Dreck mit Fliegen dran? Nein? Okay. Schade. Seil und Seil. Ja, ich. Vielleicht können wir hier aus einem anderen Holz ein Seil machen oder so. Okay, nein, das geht natürlich nicht. Ein Segel, wir gucken gleich noch bei dem Wrack. Eventuell. Oder wir fragen. Ne, wir fragen den nicht, der kann uns eh nicht helfen. Segel und Seil. Komm, rein wir mal ein bisschen. Dass wir die Funktion auch richtig nutzen hier. Ich guck dann mal ganz kurz auf dem seinen
Ja, auf dem Ausguck da, auf dem kleinen Wachturm. Vom Ermo oder wie er heißt. Und ja, da können wir noch kurz hier reingehen, ob da ein Segel liegt. Warum hier auch ein Segel liegen sollte, keine Ahnung. Natürlich liegt hier keins. Aber ich hätte mich vielleicht noch mal ein bisschen genauer bei dem Schiff erkundigen sollen. Da drüben, da ist glaube ich wahrscheinlich am wahrscheinlichsten noch ein Segel und ein Seil. Nichtsdestotrotz gehen wir mal kurz hier hoch, um nachzuschauen, ob hier vielleicht was ist. Warum tritt der eigentlich mal ins Leere? Und hier auf die Sprossen? Na egal. Der hat halt drauf. So einfach ist es. Also, haben wir hier oben irgendwas? Außer einer Lurker-Klaue. Oh, die haben wir das letzte Mal gar nicht mitgenommen. Ne? Irgendwie konnte ich das letzte Mal nicht greifen. Wurde mir nicht angezeigt. Konnte ich nicht fokussen. Gehen wir wieder runter. Hat sich ja immerhin gelogt. Hat sich gelogt. Ich überlege auch vielleicht nochmal oben auf dem Berg, wo wir den Echsenmensch getötet haben. Ich glaube aber nicht. Na dann. Suchen wir nochmal da. Wo ist das Boot jetzt hin? Bin ich bescheuert? Ist das hier? Ah ja, da hinten ist es. Hab mich gerade Verdacht im Kopf. Ein Segel und ein Seil. Müsste sich eigentlich hier finden lassen, oder? Ich glaube, da liegt ein Segel sogar, oder? Kann das sein? Moment. Das sieht doch stark nach einem Segel aus. Und da vorne ist auch ein Seil. Komm schon. Ich, nein! Doch nicht das. Nein, hör auf. Da kannst du nicht hoch. Also ich hätte jetzt schon darauf wetten können, dass das da hinten mit Seil und... Na gut, dann halt nicht. Oder komm, das kann doch nicht sein. Nein, Idiot! Fuchtel hier nicht so rum. Was macht denn der gerade? Ach, so ein Pfosten. Na, gucken wir mal kurz hier unten rum. Aber vielleicht was anderes finden noch. Ich habe einen großen Fisch gesehen. Habt ihr da auch gesehen? Den Brummer muss ich ja mal erkundigen. War erstmal mal kurz hoch an Luft. An die Luft. An Luft! Ey, du bist doch ein Affe, jetzt geh da hoch. Gestaltet sich das als so schwierig. So. Wie komme ich an das Seil? Beziehungsweise, wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ich versuch's nochmal. Ah! So, ich guck mir das jetzt mal von vorne alles an. Okay. Ich müsste doch eigentlich... Kann man da vielleicht irgendwas interagieren? Mit irgendetwas? Komm schon, das ist doch ein Segel. Verarsch mich doch nicht. Geh kaputt! Okay, dann gucken wir uns den dicken Fisch an. Hallo, dicker Fisch. Na, tötest du mich instant? Nein. Boah, ist aber schon ein Brummer. Wenn hier unten jetzt ein Segel und ein Seil liegt, ne? Dann krieg ich einen Kollaps. Ne, hier liegen nur Rumfässer rum. Hm. Nein, hör doch auf! Ja. Ich muss ehrlich zugeben, meine Ideen sind aufgebraucht. Wir gehen nochmal ganz kurz zu den Piraten, aber da konnte man mit keinem reden, oder? Ich weiß nämlich jetzt nicht, warum ich... Also ich hätte jetzt gedacht, das Segel und... Ich gehe jetzt nochmal hin, das kann doch nicht wahr sein. Verarschen kann ich mich auch selbst. Da braucht mir keiner zu helfen, das kann doch jetzt wahr sein. Jetzt komm. Also, was haben wir denn? Der muss doch... Willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Willst du... Was ist denn das? Komm, geh doch heim, was soll das?
Da will mich einer trollen, oder? Komm. Wo ist die versteckte Kamera? Irgendwo im Heck vom Schiff. Ey, kann mir das mal einer erklären? Was habe ich bitte schön gerade gemacht, was ich vorher nicht gemacht hatte? Vielleicht aktiviert sich das Seil erst um 18.15 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Naja, wir haben es geschafft. Bin auch sehr seltsam, irgendwie. Bisschen strange war das schon, ne? Egal, Bombe halt ein Floß. Mit einer Säge, mit einer Handsäge, einer kleinen. Fabian, verpiss dich, ich muss da ran. Geh weg. Du kriegst ja eh nichts hin. Das Boot sieht noch genauso aus wie vor 2 Tagen. Hau da ab jetzt. Quatsch mich nicht voll. Nee, quatsch du mich nicht voll, hau ab. Halt die Schnauze. Verpiss dich. So, Quest Erfolg, schon wieder eine Flucht. Wo ist unser Floß? Im Ernst? Das ist ja geil. So, die Quest wäre erledigt. Ja, aber wir können auch die Ruhmfässer irgendwie noch aufsammeln. Vielleicht, irgendwie. Da muss noch irgendwas sein. Ich mach mal hier, warte mal, pass auf. Spiel speichern. Vulkaninsel. Falls irgendwas vergessen sein sollte, dann zeige ich es im Nachhinein noch nach. Na dann, auf unser Schlachtschiff. Ja, ich komme zurück auf Jumanga. Können wir eigentlich jetzt wieder zurück? Oh, okay. Angenehm. Mepa, was hast du mit meinem Boot angestellt? Es tut mir leid. Mir wurde dein Boot gestohlen. Natürlich. Von mir bekommst du kein Boot mehr. Ich hab mein eigenes. Du Idiot, ich brauch keins. Guck. Oh. Ey, das ist auch so ein Brummer. Egal, interessiert keinen. Ich... Da. Wie war so dicke Fische? Da kriegt man ja Angst. Vor allem, weil die nur auf einer Stelle schwimmen. So. Was haben wir jetzt eigentlich ein neues bekommen? Wir haben doch eben noch irgendwas. Ich wurde bei den Söldnern aufgenommen. Ich sollte jetzt mal zu Hypatus. Ach ja, wir wollten zu Hypatus. Ich wusste, wir haben was vergessen, als wir abgehauen sind. Deswegen gehen wir als erstes zu dem. Jetzt ruckelt sie dann ein bisschen. Wie gesagt, warum weiß ich selbst nicht, aber wir gehen erstmal zu Hypatus und reden mit dem. So dass die eigentliche Main Quest oder mehr oder weniger Main Quest mal ein bisschen vorangetrieben wird. Und deswegen, ja. Gehen wir mal ganz kurz zu Hypatus. Hier ist ja unser altes Schiff. Hat immer noch keiner weggeräumt. Faule Säcke hier überall. Geben wir wieder ein bisschen Gas. Da muss ja auch alles nicht so sein, ne? Das ist ja total ekelhaft. Wenn da so ein altes Schiff rumliegt, da will ja hier keiner anlegen. So, irgendeiner von euch was Neues? Du? Ne? Alles klar. Reden wir mal mit Hypatus. Weil mit dem hätten wir ja schon länger reden sollen. Haben wir aber irgendwie verpennt. Und mit wir meine ich natürlich ich. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Folge. Bis dato. Tschüss.